Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge sind wir hier wieder in Hamel angekommen. Die Soldaten von Ra's al Ghul haben hier aus irgendwelchen, was weiß ich, unbekannten Gründen gewütet, weil sie irgendwie bescheuert waren. Und ja, wir müssen jetzt zum Aladdin-Hafen. Ja, ich möchte nochmal auf der Karte gucken, gibt es hier Nebenquests oder so? Ich schaue mich hier nochmal flüchtig um. So. Ach ja, und das Highlight des letzten Paares. Elisa hat sich uns angeschlossen. Und ich bin so glücklich. Und die Kleine ist so süß. Die möchte ich als Tochter haben. Oder als kleine Schwester. Der wäre so schön. Ich hoffe, ich werde, na, dass ich dieses Let's Play überleben. Weil so viele Herzinfarkte sind nicht gut genug für mich. Ich meine, sind nicht gut für mich. Oh. Sie winkt euch noch zum Abschied, Mann. Wink ihn ruhig noch mal zu. Den Rest dieses Let's Plays werden sie nicht mehr da sein. Nur um so viel zu sagen. Sie werden aus unbekannten Gründen verschwinden. Dafür sorge ich. Eine linkische Vorstellung. Mein Gott, was immer noch Hunger? Oh, I guess I haven't properly introduced Elise yet. I'm Elise Lutis. Hello. Well, you look like you'll be a fine lady when you grow up. I'm Alvin. It's nice to meet you. Well, don't talk to strangers, Elise. Strangers are bad. Why is this stuffed animal talking? Huh? Tipo always talks. Naturally. Oh, so I'm the one who's reacting strangely? Sure looks that way. I'm arguing with the stuffed animal. How unusual. Unusual, she says. Coming from you, Mila? Ja, das wollte ich gerade auch sagen. So, und da Schut sich darüber beschwert, die ganze Zeit zu verhungern, werde ich einfach mal was zu essen hier reinballern. Ja, ist im Magen verschwunden. Nee, wo soll er sonst verschwinden? Im Anus? Nein, solche Witze darf ich nicht machen. Wir haben eine Minderjährige bei uns. Obwohl Jude ist 15. Der ist auch minderjährig. Was zum? Mila ist 20. Alvin ist bestimmt auch so. 19, 20. Anime-Charakter sind nie so alt. Also er kann nicht irgendwie was mit 30 oder sein. Er ist irgendwas mit 20. Weit unter 20. Muss er sein. So. Und wir sind schon gleich da. Das geht nicht. Warum soll das nicht gehen? Natürlich geht das. Wir hatten noch keinen provisorischen Kampf. Hier. Zack. Und ich habe wieder zu Jude gewechselt, weil einfach so. Was war das? Ich habe nur Feuer gesehen. Aua. Jetzt würde ich schon mit Jude seine Angriffe aufladen. Das geht doch nicht, Mann. Man, are we good or what? Ouch, the cold shoulder. Und ein Puddingkuchen, so. Ja, ich höre kein Danke. Das hat so lecker geschmeckt oder so, ne? Aber auch so, wenn du Hunger hast, ne? Dann immer meckern, ne? Mann. So. Hier zu kämpfen lohnt sich nicht wirklich, deswegen sack ich einfach alles ein, was ich finde, und begib mich zum Hafen. Noch mal Nase juckt heute, Mann. Nur so nebenbei. Ja, und das hat jetzt nichts mit dem Let's Play zu tun, aber mein Headset regt mich total auf, weil ich habe hier nicht so ein USB-Headset, ich habe hier so ein, ich habe keine Ahnung, wie die Anschlüsse heißen, diese. Naja, die man auch bei MP3-Player hat, diese Anschlüsse. Da ist eins für das Mikrofon und eins für die Kopfhörer. Und an meinem Laptop sind zwei solche Anschlüsse. Und ich schaffe es immer, bevor ich aufnehme,
immer die Stecker zu vertauschen. Beim ersten Mal, wenn ich das rein tue, ist immer erst in das Falsche. Das regt mich so auf. Nur so nebenbei war. Und wir haben ja voll Quests. Der Chefkoch sagt, ich muss lernen, wie man Natron-Reis macht. Leider habe ich keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Könntet ihr mir helfen? Ja klar. Vielen Dank. Wenn ich es nur einmal essen könnte, könnte ich bestimmt herausfinden, wie man es macht. Wie man ihn macht. Okay. Du schon wieder. Noch mehr Monster haben sich am See westlich von dem Hafen niedergelassen. Ich habe eine Söldnerin von Ort gebeten, sich darum zu kümmern, aber ich befürchte, dass die Monster sie überwältigt haben. Könntet ihr bitte zum See gehen und sie retten? Ich muss nochmal dahin. Noch einmal vielen Dank. Na gut. Gibt's hier noch mehr Quests? Ich bin bereit für alles. Wenn ich dafür wieder Accessoires kriege, mache ich gerne solche Quests. Ich habe nur Angst, dass wie in Tales of the Abyss oder... Ja, wie in Tales of the Abyss nur begrenzt verfügbar sind. Und da ist auch noch eine Quest. Wie geil. In Hamel waren bestimmt auch voll viele Quests. Wisst ihr etwas über Porangeln? Ich habe gehört, dass sie in dieser Gegend wachsen. Wenn ihr eine schöne findet, würde ich sie euch gerne abkaufen. Okay. Ihr habt mir eine Porange mitgebracht? Wunderbar. Was? Haben wir? Ich meine, natürlich. Wenn ihr mir eine Porange bringt, werde ich euch reich belohnen. Porange. Orange. Ach, sowas wie ein Napfel. Okay. So, wo ist hier der... Lebensmittelhändler im Gasthaus, ne? Wie dreht man die Kamera noch mal so? Ja, yeah, geil. Zoom, 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 zoom. Ja. Oder hier, verkaufst du hier? Nö. So, Natron. Was weiß ich, mussten wir haben. Ich werde wahrscheinlich noch mal, keine Ahnung. Irgendwann, wenn ich hier, falls ich hier zurückgehen kann, nochmal gucken, ob ich zurück nach Hamel gehen kann. So, ja, was für eins wollte der denn jetzt klein? So klein ist mir nicht. Ich glaube, das war das, ne? Ja, ich werde dann nochmal irgendwann, wenn ich die Aufnahme... Ach nee, wir müssen ja so oder so nochmal. Ja, ich muss ja sowieso noch hier zu diesem See und wenn ich dann Schnitt mache, werde ich nochmal zurück nach Hamel rennen und gucken, ob da Quests sind. Weil so geht das ja wohl nicht. Natronreis, klein. Ja, meinst du, du kriegst ein großes? Hallo? Ha, das ist also Natronreis. Ich verstehe, man verwendet Miso als geheime Zutat, um den Geschmack von Natron und Reis aufeinander abzustimmen. Vielen Dank. Jetzt kann ich mich als Koch verbessern und wachsen. So. Buschige Augenbrauen. Was? Rock Lee? Okay, da das hier sowieso nur Quests sind. Was? Bei denen passt das. Okay. Wir müssen doch hier raus, oder? Finde eine Porange. Schalt die Bedrohung am westlichen Ufer aus. Da machen wir doch schnell. Also geht das ja nicht, wenn ich dafür irgendwelchen sinnlosen Gerümpel bekomme, mit denen ich meinen Charakter ausrüsten kann, dann mache ich das gerne. So. Ich hoffe mal, es ist da. So, und ich sollte mal gucken, wo ich eine Porange herbekomme. Während ich einen Schnitt mache, werde ich mal die Bibliothek hier so durchforsten und gucke, wo ich eine Porange herbekomme. Und vielleicht finde ich da noch einen in diesem Part. Oder man kann die kaufen, weiß ich nicht. Muss den Lebensmittelhändler aufballern, weiß ich nicht. Ich habe doch keine Ahnung, ich kenne das Spiel doch noch nicht. Mann, überfordert mich doch nicht so. So. Hier ist das, oder? Das ist doch hier, oder? Schaut die... fehlt euch eine Frau, die muss auf der Westseite des Sees vernichten. Sind wir hier richtig?
Langsam bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich hoffe es doch. Bitte. Ich möchte keine Zeit verschwinden. Das wäre richtig doof. Ich hoffe, ich kann überhaupt nochmal zurück nach Hamil. Aber ich kann das doch. Ach, das sieht verdächtig aus. Und da liegt jemand. Und den Sack wollte ich eigentlich aufheben. Hat die eine Weihnachtsmannmütze auf? Das sah gerade so aus. So. Keine Sorge, die wuschigen Augenbrauen kommen und retten euch. Wow, die Gegner sind einfach. Also die Quest hätte ich schon viel früher hätte annehmen können. Ja. Die Augenbrauen erinnern mich irgendwie an Kenshi aus Fist of the North Star. Danke, noch ein bisschen länger und ich wäre zu Abendessen geworden. Scheint zu wissen, wie man kämpft. Sei bloß niemals so unsachtsam, wie ich es gewesen bin. Nö, sind wir nicht. So, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückklatschen. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, dahin fließt hier die Aufnahmezeit. Das ist super. Na gut. Ja, Hauptsache, wir haben irgendwie was erreicht und irgendwas Komisches als Belohnung bekommen. Geld und was weiß ich. Jeden Tag eine gute Tat. Wo gehst du weg? Jo, gehst du weg? Ja, gehst du weg? Gehst du weg? So. Oh nein. Da wollte ich drücken. Jetzt komme ich schon mit den Knöpfen hier durcheinander. Dabei spiele ich schon seit ich zurückdenken kann auf der PlayStation. Könnte man meinen, irgendwann könnte ich die Knöpfe mal auswendig lernen. Hä, wo ist Kreuz nochmal? Da, okay. So, schön. Ja. Da ist das, ne? Wenn die Zeit dann so hinkommt, mache ich einen Schnitt, aber das ist doch viel zu früh. Wenn ich mich noch ein bisschen ausrüsten und so. Oh, fließt viel zu viel Zeit hinein. Hier. Hallo. Ich habe sie gerettet. Vielen Dank. Ja, gern geschehen. Dolch mit Scheide. Ich gucke natürlich jeden Mist erstmal nach. Wo ist das? Hallo? Sind Elfenorden. Wo ist er? Oberarm. Ach da. Ja. Werde ich noch mit herum experimentieren. Ich werde meinen Spaß haben damit. Das ist so selten dämlich. Mir gefällt es. Ohne Ende. So, noch jemand eine Quest? Nee. Gut so. So. Ich guck mal. P-Angriff und bla 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 bla. Oh, ich dachte schon. Nö, nichts. Nix, keine Sorge. So, dann mache ich immer verfrüht wieder Feierabend. Ich mache ja immer 14 Minuten, obwohl ich 15 Minuten aufnehmen kann. Aber naja. Ist halt so. Und ja. Dann sehen wir uns. Dreh dich um, dreh dich um. Beim nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.